Frohes Neues wünsche ich euch allen. Ich hoffe, alle sind wieder nüchtern. Und dieses Jahr möchte ich mit einem wichtigen Video beginnen. Denn ich möchte in diesem Tutorial eine Frage beantworten, die ich mit am meisten von euch gestellt bekomme. Und die lautet, wie kann ich einen Effekt auf einen Track legen, auf eine Spur legen, aber nicht über die komplette Spur, sondern nur über eine bestimmte Passage dieser Spur. Zum Beispiel möchtest du Delay auf deine Gesangsspur legen, aber nicht über den kompletten Song, sondern nur über eine bestimmte Passage oder sogar nur über ein bestimmtes Wort. Ich zeige dir heute 5 unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das verwirklichen kannst, denn für jede Situation ist eine andere Möglichkeit gegebenenfalls besser. Legen wir los, gehen wir gleich ins Projekt. Ich habe hier eine Drumspur und die klingt unbearbeitet so. Okay, nehmen wir mal an, du möchtest jetzt auf Takt 4 und 5 oder sagen wir 3 und 4 möchtest du jetzt ein Delay legen. Und jetzt gibt es die einfachste Möglichkeit, mit der fangen wir an. Und das ist die Spur einfach in eine neue Spur zu kopieren und diese Spur als sozusagen als Effektspur zu verwenden. Dazu gehst du einfach mit dem Marquee-Tool hier rein. Ich habe hier meinen Einrasten auf Takt gesetzt, dann kann ich nichts falsch machen. Markiere jetzt Takt 3 und 4 und ziehe diese Spur einfach runter. Nicht kopieren, sondern ich ziehe sie einfach runter. Und was du jetzt machen kannst, ist, dass du einfach auf diese zweite Spur hier deinen Effekt legst. Ich möchte hier ein Delay drauflegen und jetzt hören wir nur in Takt 3 und Takt 4 dieses Tape-Delay hier. Das ist tatsächlich die einfachste Möglichkeit und die verwende ich sehr oft. Zum Beispiel, wenn ich ein Delay auf nur ein Wort legen möchte oder auf eine kurze Passage, da ist das sehr einfach und kannst du sehr einfach damit arbeiten. Der Nachteil bei dieser Methode ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Gitarrenspur hast oder mit Vocals arbeitest, kann es hier an diesen Schnittstellen natürlich zu Plops, zu Pops, zu Klicks kommen. Das heißt, gegebenenfalls musst du hier immer so ein bisschen nacharbeiten mit Fade-In und Fade-Out oder Crossfade oder musst hier nochmal nachjustieren beim Schneiden. Das heißt, es hat nicht nur Vorteile, es ist die schnellste Option wahrscheinlich, aber es kann gut sein, dass du beim Editing dann nachher wieder dranhängst und nachbearbeiten musst. Falls du also lieber alles auf einer Spur haben möchtest, dann empfiehlt sich Möglichkeit Nummer 2 und die ist, dass du den Effekt selber automatisierst. Ich habe jetzt hier ein Tape-Delay, das habe ich jetzt hier in die Spur reingeladen und die meisten Effekte haben einen Mix-Regler. In diesem Fall hier, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, besonders bei Logic hast du einen Output-Regler, aber ich zeige dir das mal hier an einem Phaser zum Beispiel, die haben hier einen Mix-Regler, meistens ist es ein Drehregler, hat fast jedes Plugin, nicht alle, aber fast jedes Plugin und den kannst du automatisieren. Das heißt, möchtest du den Effekt hören oder möchtest du ihn eben nicht hören? Hier in Logic und hier in diesem Tape-Delay ist das hier das gleiche in ungefähr wie der Wet-Regler. Wenn ich diesen Effekt jetzt hier drauflege, also mein Tape-Delay und habe den hier reingefahren, dann hören wir den Effekt. Und wenn ich jetzt den Mix, in diesem Fall ist das hier im Wet, wenn ich den komplett runterziehe, hörst du den Effekt nicht. Sagen wir jetzt also mal, wir möchten wieder auf Takt 3 und 4 diesen Effekt hören. Ich markiere den jetzt hier wieder mit meinem Marquee-Tool, gehe auf Automation und jetzt musst du dir hier raussuchen, diesen Effekt, den du möchtest. Ich gehe also hier auf mein Tape-Delay und suche mir hier Wet raus. Jetzt erscheint hier auch schon die Automationsspur dafür und die kann ich jetzt hier hochziehen, ne, um den Prozentsatz, den ich möchte. Ich mache jetzt mal, gehe mal hier so auf 50% und dann hören wir den Effekt nur bei Takt 3 und 4 um 50%. Oder 50%iger Anteil dieses Effekts in der Spur. Der Unterschied hier jetzt zur Methode 1 ist, dass du sehr chirurgisch genau eingreifen kannst. Das bedeutet also, du hast keine Gefahr von Klicks und Plops oder Knacksern jetzt hier, weil du ja lediglich den Effektanteil hier hochfährst. Zum anderen ist es so, dass du hier jetzt auch keinen Nachhall mehr hast. Das heißt, oder Nachklang von dem Effekt mehr, wie wir es gemacht haben jetzt bei der ersten Spur. Also Vorteil dieser Methode ist, du kannst wesentlich genauer, wesentlich chirurgischer eingreifen und du brauchst keine Angst haben, dass es irgendwelche Knackser gibt, dass es irgendwelche Plops oder Störgeräusche gibt und hast somit auch viel weniger Nachbearbeitungszeit. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer 3 und die könntest du brauchen, wenn du, wie gerade schon erwähnt, ein Plugin hast, das keinen Mix-Knob hat. Das heißt, dass du nicht an- und ausschalten kannst. Ich probiere das jetzt mal hier mit diesem Phaser.
Der hat jetzt einen Mixknob hier, aber nehmen wir mal an, er hätte keinen. In diesem Fall müssen wir jetzt das komplette Plugin automatisieren. Wir müssen einen Bypass setzen. Das heißt, wir schalten das Plugin einfach an oder aus. Ich gehe also hier wieder in meine Automationsansicht rein, in Logic über Tastatur kurz Befehl A. Und nehmen wir mal an, ich möchte es jetzt nur in diesem Fall für Takt 4 machen. Ich möchte auf Takt 4 jetzt diesen Phaser-Effekt setzen. Und jetzt gehe ich hier wieder rüber, aber anstatt das Plugin rauszusuchen, also Phaser jetzt, gehe ich hier auf Main und hier siehst du jetzt Insert Bypass. Ich suche mir mein Plugin raus, für das ich das machen will. Das ist der Phaser. Und jetzt hast du bei Bypass immer nur zwei Möglichkeiten, nämlich an oder aus. Aus ist immer oben. Das siehst du jetzt hier bei der orangenen Linie. Und an ist, wenn ich es jetzt hier runterziehe, dann ist es an. Also das heißt, das Plugin ist angeschaltet oder ist aktiv. Ich gehe jetzt hier auf inaktiv erstmal, markiere nochmal meinen Takt 4 und ziehe jetzt Takt 4 auf aktiv runter. Das bedeutet, wir hören über die ganze Spur, über den Effekt nicht, nur auf Takt 4, da hören wir den Phaser-Effekt. Hören wir mal rein. Auch hier hast du wieder sehr genaue chirurgische Eingriffsmöglichkeiten. Allerdings ist es so, dass das schon so ein harter Bypass ist. Also es ist wie so ein An- und Ausknopf. Das heißt, du kannst keine so weichen Transitions machen, keine weichen Übergänge. Das Plugin ist entweder an oder aus. Für bestimmte Möglichkeiten kann das natürlich nützlich sein, wenn du jetzt gerade wie bei diesem Takt einfach nur so einen Effekt kurz reinfahren willst und ihn sofort wieder rausfahren möchtest. Wenn du aber genauere Einstellungsmöglichkeiten für diesen Effekt haben möchtest, dass er zum Beispiel eher hörbarer ist oder dass der Effekt weniger hörbar ist, dann musst du eine andere Methode verwenden. Du siehst also, Automation ist eine extrem wichtige und effektive Technik beim Abmischen. Ganz kurz, bevor es gleich weitergeht, falls du mit dem Abmischen erst gerade angefangen hast, falls du noch Probleme hast und vor allem, falls du nicht weißt, wie fange ich eigentlich an, einen Song abzumischen, was ist eigentlich Schritt 1, was mache ich als zweites, als drittes und so weiter, dann empfehle ich dir mein PDF Speedmixing. Da zeige ich dir in 8 Schritten, wie du zum perfekten Mix kommst und ich zeige dir mein Mixing-System. Genau wie du anfangen musst, was musst du als erstes machen, was als zweites, was als letzten Schritt vor dem Mastering, um zu einem ausgewogenen und druckvollen Mix zu bekommen. Das ist ein PDF, hast du gleich durchgelesen, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt und jetzt geht's weiter mit Tipp Nummer 4. Falls wir also den gerade angesprochenen Fall haben, bei Tipp Nummer 3, du möchtest mehr Kontrolle über dein Plugin haben, dann kannst du auch den Aux automatisieren. Wir setzen jetzt erstmal hier bei diesem Drum jetzt einen Aux Send. Ich nehme hier einfach Bus 1, der ist frei und setze jetzt hier einen Effekt drauf. Nehmen wir mal einen anderen, nehmen wir mal den Ring Shifter. Wenn du ein Plugin als Aux setzt, also als Auxiliary Channel, zu Deutsch ist das ein Hilfskanal, dann solltest du immer den Output hier oder den Dry-Wet-Regler auf Wet legen. Dann hast du hier das volle, den vollen Effekt drauf auf deinem Aux-Send und den trockenen Effekt auf deinem Originalkanal oder auf deinem Kanal, wo dein Instrument tatsächlich drauf liegt. Und kannst jetzt hier über den Send, der zu deinem Auxiliary Channel führt, dann einstellen, wie intensiv oder wie stark du den Effekt dazu mischen möchtest. Ich nehme hier gerade mal ein Preset, wir haben hier Drums, dann nehmen wir hier einfach Groove Shadows und jetzt kann ich hier praktisch diesen Ring Shifter zu meiner trockenen Drumspur zufahren über diesen Send. Das probieren wir mal. Okay, das würde ich jetzt nicht über den ganzen Track laufen lassen, sonst wäre das ein bisschen arg schräg aus. Es ist ein ausgefallener Song und deswegen möchte ich jetzt diesen Send hier automatisieren. Und das mache ich direkt in der Live-Automation jetzt mal. Ich gehe also erst hier runter mit dem Send und dann wähle ich mir hier einen Automationsmodus aus. Das ist jetzt hier nicht Teil des Tutorials, aber hier kann ich praktisch live einzeichnen, wie stark ich den Send zumischen möchte zu meiner Drumspur. Ich schalte hier die Automationsansicht an, da können wir gleich alle zuschauen. Lass es laufen und zeichne jetzt direkt meine Automation ein, also wie stark ich diesen Effekt über meinen Send meinem Originalsignal zumischen möchte. Los geht's. Das war's schon, ich gehe jetzt hier wieder auf Read und wir haben jetzt unsere Automation eingezeichnet. Und hier hörst du jetzt, hier hast du auch bei Plugins, die jetzt zum Beispiel keinen Dry-Wet-Regler haben oder keinen Mix-Knob haben, hast du jetzt die volle Kontrolle
über deinen Send, also wie laut, wie stark du den hören möchtest und kannst das hier natürlich auch super nachbearbeiten. Ja, ich kann jetzt hier im Nachhinein natürlich noch ganz andere Sachen machen und experimentieren, was das Herz begehrt. Wenn du den Send automatisierst, ist es natürlich so, dass die Originalspur immer zu hören ist und du mischst den Send-Anteil nur auf eine gewisse Art und Weise zu. Das heißt, du hast nie den vollen Send bei dieser Methode. Aber es ist meines Erachtens die fast die versatilste Möglichkeit, hier einen Effekt zuzumischen oder teilweise zuzumischen oder unterschiedlich stark an unterschiedlichen Songsparts zuzumischen. Es gibt noch eine Möglichkeit, die so ähnlich ist, aber die in manchen Situationen vielleicht hilfreicher sein kann und übersichtlicher sein kann. Und das ist, für den Aux direkt eine neue Spur anzulegen. Manchen gefällt das besser und deswegen zeige ich dir das jetzt noch als letzte Option. Ich gehe hier in meinen Mixer rein und habe jetzt hier meine Spur angelegt. Bei Logic ist es wichtig, dass du das tatsächlich auch umbenennst, sonst funktioniert es nicht. Also ich nenne das jetzt hier Ringshifter und gehe jetzt hier auf Optionen und dann auf Spuren für ausgewählte Channel Strips erzeugen. Und jetzt siehst du hier, dass hier drunter eine Effektspur geladen worden ist. Und diese Effektspur kann ich jetzt entweder leise machen oder ich kann sie entsprechend eben hochziehen. Das heißt, ich kann das jetzt hier, mache ich jetzt in dem Fall einfach mal nicht live, sondern ich kann hier jetzt einfach hier rüberfahren, je nachdem, wie mir das Herz begehrt. Ich kann hier natürlich auch Automationskurven einzeichnen, je nachdem, wie ich möchte. Und dann hören wir uns mal an, wie das klingt. Ich habe jetzt hier in diesem Fall also die Lautstärke von dem Plugin automatisiert. Ich hoffe, dir haben diese 5 Tipps gefallen. Tatsächlich habe ich diese Frage wirklich sehr, sehr oft gestellt bekommen. Wie kann ich bestimmte Parts von einer Spur automatisieren oder mit Effekten belegen? Ich hoffe, ich konnte jetzt diese Frage beantworten und dass dir dieses Video als Start ins Jahr 2024 weitergeholfen hat. Falls du dich für Automation interessierst, speziell in Logic Pro, da gibt es nämlich auch noch so einige Fallstricke, dann empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen. Da zeige ich dir den Unterschied zum Beispiel zwischen absoluter und relativer Automation, wie du Automationsdaten zwischen Spuren richtig kopierst und so weiter. Ansonsten wünsche ich dir jetzt weiterhin einen ganz tollen Start ins neue Jahr, dass all deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!